Picasso beobachtete mich aus dem Augenwinkel und sagte sich, diese Jugend, was wird wohl aus dieser jungen Frau werden? Was wird sie aus ihrem Leben machen? Eines Tages hielt Picasso ein Bild über die Mauer und rief mir zu: Kommen Sie, ich möchte Sie malen. Ich ging also in seinen Hof und er sagte, ich würde gern Silvette malen. Also kannte er meinen Namen schon. Er musste mich beobachtet haben, wie ich durch Valoris lief. Super, ich habe sie immer bewundert, wenn ich sie gesehen habe. Wie lieb. Wie heißen Sie? Mein Name wird Ihnen nichts sagen. Sie hatte eine Fleischerei, da vorne. Und meine Mutter hatte einen Laden für Lampenschirme. Aber ja, das war Ihre Mutter. Ja, meine Mutter. Übrigens, wenn ich sie durch Valoris laufen sah, dachte ich immer, ich sehe die BB. Brigitte Bardot, sie sahen aus wie sie. Sie hat übrigens mich kopiert. Sie war es, die sie kopierte. Sie hat meine Haare kopiert, sie war brünett. Das stimmt, sie war brünett. Dann ist sie blond geworden. Sie sah mich und wurde blond. Und der schöne Pferdeschwanz, den sie hatten. Und noch eine Dame, die mich erkennt. Ja, du hast gesungen. Lasst uns singen. La Javanaise. Wie schön. Eines Tages in Valoris haben wir dieses schöne Mädchen gesehen. Wir nannten sie die Engländerin. Und Picasso, der mal eines meiner Fotos von Silvette sah, sagte mir, siehst du, bei diesen Engländerinnen weiß man nicht, wo der Busen ist, vorne oder hinten. Und auf dem Foto sieht man, das ist ein Picasso. Der Busen da oder dort, das muss man erst mal sehen, nicht? Silvette, ich fand sie viel schöner als die Bardot. Silvette war feiner, hatte mehr Klasse. Sie war die Weiblichkeit in Person. Silvette hatte Raffinesse. Picasso hat das sofort erkannt. Er schien die Leute auszuziehen mit seinen Blicken, vor allem die Frauen. Er sah durch sie hindurch und schon war er bei der Arbeit. Er sah ein Gesicht und hatte die Wangenknochen erkannt. Es war sofort Malerei, wie bei den Silvettes hier. Während er Silvette sah, hatte er sie bereits gemalt. Alle diese Häuser waren früher Scheunen für das Heu und die Tiere.
In einer stand ein riesiges Auto mittendrin. Picasso fragte mich, ob ich mich hineinsetzen wollte mit ihm, als wenn wir einen Chauffeur hätten, um gemeinsam zu verreisen. Ich zögerte an der Tür und sagte mir, mache ich das? Gehe ich da hinein oder nicht? Ich hatte Angst, vielleicht würde er mich in seine Arme ziehen. Ich hatte große Angst. Aber dann sagte ich mir, sei nicht dumm. Ich setzte mich also mit ihm in dieses alte Auto und er erzählte mir von früher, von seinem Leben, als er jung war, von den Gauklern. Ich bin sicher, er dachte an seine Vergangenheit, an seine Jugend und an all die Tiere, die er hatte, die Affen und Hunde. Er dachte an die Gaukler, die Pferde, all das. Leider hatte ich Angst, ihm Fragen zu stellen, weil ich so jung war. Er sprach mit einem sehr starken spanischen Akzent. Ich ging also zu ihm und er sagte, jetzt malen wir. Also setzte ich mich in den Schaukelstuhl. So saß ich da und er hatte seine Leinwand und die Farbe, die in ziemlich großen Töpfen war. Er sah mich von links an, also war er... Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich so schaute. Also war Picasso da, nicht dort, aber da. Er sah mein Profil, so. Ein Bild malte er von vorne und eine Zeichnung. Er machte übrigens viele Zeichnungen, aber er sprach dabei nicht und er zeigte mir nicht, was er tat. Das ist interessant. Ein Gesicht auf dem anderen. Das Profil und von vorn zur gleichen Zeit. Das ist amüsant. Ich liebe es, beides auf einmal zu sehen. Und das hat er auch mit den nackten Frauen gemacht. Ach, er ist einfach unglaublich. Es hat ihm Spaß gemacht. Übrigens bin ich einmal zu ihm gegangen und da stand ein Bild von mir. Nackt. Nur der Oberkörper. Er sagte, ich hoffe, dass Sie das nicht zu sehr stört, dass ich Sie nackt gemalt habe. Er hoffte, dass ich sagen würde, aber nein, ich werde nackt für Sie posieren, wenn Sie mögen. Ich habe mein ganzes Leben lang gewartet, alle diese Bilder wiederzusehen, die Picasso von mir gemacht hat, die Skulpturen und die Zeichnungen und die Fotos. Oh là, c'est vraiment émouvant. Das ist wirklich berührend. C'est d'une beauté. Weil es von einer Schönheit ist. Très, très beau. Sehr schön. Qu'est-ce qu'il a vu? Was hat er nur gesehen? Je savais pas, ich wusste nicht, was in meinem Leben passieren würde. Und auch er wusste nicht, was ich später machen würde. Er mag sich gefragt haben, was wird nur aus dieser kleinen... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite? It's
einfach zu hübsch, oder? Und hier sind sie im Streifen, im Seglerhemd. Das gefällt mir. Erinnern Sie sich, so ein Streifenshirt getragen zu haben? Ja, ich erinnere mich. Dieser lange Hals, das griechische Profil, antik mit stilisierten Haaren. Er sagte immer, er liebt mein Haar und den langen Hals. Das interessierte ihn, meine Frisur, griechisch. Er mochte das Griechische. Ja, ich weiß, er war oft am Mittelmeer. Vor allem in diesen Jahren, als er nach Valoris zog, um dann ganz an der Côte d'Azur zu bleiben. Ja, das liebte er. An dieses Bild kann ich mich nicht erinnern. Das kommt von sehr weit her, aus dem Israel-Museum in Jerusalem. Gut, ich bin also auch in Jerusalem. Ja, und hier hat er erstmals Farbe verwendet, Farbblöcke. Alles wird abstrakter. Der Hintergrund aber bleibt skizziert, fast malerisch. Ich weiß. Schön. Und nun das Meisterstück aus Chicago, das einzige Ganzkörperbild. Erstaunlich. Ich liebte es, in seinem Garten zu sitzen und Gras zu essen. Wirklich? Ja. Ich liebe das Gras zu essen. Wirklich ein schönes Bild. Es ist gut ausgearbeitet. Es ist das letzte Kapitel der Silvette-Bilder. Ist das schon das Ende? Mein Großvater liebte es, diese Skulpturen in die Sonne zu stellen, um die Schatten auf der Oberfläche zu beobachten. Wir kreisen um diese Skulpturen, und da sie nun zusammen mit den Zeichnungen und den Bildern zu sehen sind, ist das für uns wie eine Sinfonie. Umso erhellender, welchen Stellenwert sie in Picassos Werk einnehmen. Das Material Metall ist nicht neu für Picasso. Er kann seine Arbeit damit aber intensiver fortsetzen, weil er einen Möbeldesigner, den Engländer Toby, kennenlernt. Der hilft ihm, das Metall zu bearbeiten. Sie experimentieren auf ganz spontane Art zusammen. Und dann gibt es in Valoris noch einen Kunstschmied, Joseph Marius Tiola, der die Bleche mit einer Maschine genauso faltet, wie Picasso es möchte. Vermutlich musste Toby sehr genau zuhören, um zu verstehen, was mein Großvater wirklich wollte. Ça supposait une grande écoute de la part de Toby pour savoir ce que mon grand-père voulait véritablement réaliser. In Valoris war ich schon öfter. Als ich klein war, besaßen wir dort das Atelier vornachts meines Großvaters. Damals habe ich mir aber keine Gedanken gemacht über die 50er Jahre und das, was in dieser Zeit passiert sein mag. Erst seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit den Skulpturen und reise dort ins Midi, um Handwerker zu treffen. Ich erinnere mich, als wäre es heute, wie ich mit dem Zug in Cannes ankam. Die Intensität des Lichtes war so anders als im Norden. Ich erinnere das ganz klar, sehe und spüre es noch immer. Well, absolutely. Clearly. I can see it and feel it now. Mein Atelier in Valoris lag auf dem Grundstück eines Keramikers, der dort übrigens heute immer noch lebt. Er heißt Fortanier,
Er war ein Freund. Zufällig war mein Atelier nur 100 Meter von Picassos entfernt. Wir hatten nicht viel Geld, meine Mutter war sehr arm und wir wohnten bei ihr in Valoris. Tobi machte seine Skulpturen aus geschmiedetem Eisen. Sein Atelier war ja ganz in der Nähe von Picassos Atelier Fournas. Ich bin jeden Tag dorthin gegangen. Tobi war sehr begabt, er konnte alles machen. Mäntel, Schmuck, Broschen, Ketten. Und ich habe nichts getan. Having made this chair, the idea was to try to sell it to people in who had villas. Und dann kam ich auf die Idee, diesen Sessel noch einmal zu machen, den ich schon in England entworfen hatte. Ich wollte ihn an die reichen Leute verkaufen, die an der Küste ihre Villen hatten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Die Jobs in den Töpfereien brachten nur ein paar Francs. Dieser Sessel aber war so unpraktisch, dass Picasso ihn sofort mochte. Er war aus Metall und Strick. Die Lehne war aus Strick gebunden und auch der Sitz, sodass man auf Stricken saß. Wir machten kleine Kissen, die leuchtend rot waren. Und dann gab es noch zwei hölzerne Kugeln, wo man seine Hände drauflegen konnte. Ich traf Picasso recht häufig in dieser Zeit und eines Tages fragte er mich, kannst du Metallblech für mich ausschneiden? Also besorgte ich Metallplatten, die ganz unterschiedlich dick waren. Sie mussten dünn genug sein, dass ich sie mit der Hand schneiden konnte, denn die Maschine schnitt nur gerade Linien. Aber sie mussten wiederum dick genug sein, damit die Figur hielt. So haben wir zusammen über die Dicke der Bleche entschieden. Ein, zwei Tage später bemalte er sie, zeigte sie mir und gab mir Geld. Aber Geld? Es war sein Sohn Paolo, der übrigens auch sein Chauffeur war, der ein Bündel Geld bei sich hatte und es mir gab. Manchmal war es mehr, manchmal weniger. Für Picasso war das nur Papier. Ich habe ihr vertraut. Sie war nicht so eine, die mit jedem ins Bett gestiegen wäre. Ich kannte sie sehr gut und war also nicht beunruhigt. Mir hat es eher gefallen. Eines Tages hat er mich nach oben in ein kleines Zimmer mitgenommen. Dort stand ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. So wie das Zimmer von Van Gogh in Arles. Und dann sprang er auf das Bett. Ein Mann von 73 Jahren, der einfach auf ein Bett springt, das ganz schön hoch war. Ein altes Eisenbett. Ich blieb an der Tür stehen und beobachtete ihn. Er will bestimmt, dass ich mit ihm auf dieses Bett springe, aber ich will das nicht. So war das. Er amüsierte sich und wollte mich zum Lachen bringen. Aber ich blieb ganz ernst. Ich lachte damals nicht viel. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst. Ich wusste nicht so genau, was er vorhatte. Und wenn man jung ist, dann traut man sich nicht zu sagen, was machen Sie da eigentlich? Was soll das hier werden? Man traut sich nicht, etwas zu sagen. Mund verschlossen. Darum hat er übrigens auch ein Bild von mir gemalt, ohne Mund. Als das Bild in Amerika gezeigt wurde, fragte man mich, warum hast du keinen Mund? Ich antwortete, vielleicht, weil ich so schüchtern war.
Ich hatte Angst zu sprechen. Ich war nicht gebildet, ich war naiv, unschuldig und verträumt. Also sagte ich nichts, solange er mich nichts fragte. Und Picasso stellte mir keine Fragen, er war auf seine Arbeit konzentriert. Er mochte meine Haare, meinen langen Hals und war fasziniert. Il était fasciné. Ich suche ein Haus, in dem ich vor 60 Jahren gelebt habe. Mit einem Garten, man sah den Hügel gegenüber. Vielleicht etwas höher? Nein, es lag nicht so hoch. Alles verändert sich, wie wir. Ich finde es nicht. Das ist schwierig. Können Sie es nicht finden? Nein, nicht wirklich. Es lag nicht höher, es war ein kleines Haus, dort hinten vielleicht. Oder so eins? Meine Kindheit war sehr rustikal. Vielleicht mag ich mich deshalb nicht dauernd umziehen. Ich hatte nur ein oder zwei Kleider, ein paar Schuhe und wir haben uns nie umgezogen. Ich erinnere mich, wie ich mich im Winter mit meinem Bruder um eine marineblaue Strickjacke gestritten habe. Eine Woche war François dran und eine Woche ich. Ah, guten Tag. Ich suche ein Haus, in dem ich vor 60 Jahren lebte. Das heißt doch Quartier du Devin hier, nicht? Das war so ein kleines Haus, in dem ich lebte. Man schaute durch Olivenbäume. Vor 60 Jahren? Das Haus dort? Ja? Es wurde inzwischen renoviert. Sie kannten Picasso? Vor 60 Jahren war ich sein Modell. Ich kannte ihn nicht, ich war noch klein. Aber da lebte er noch. Sie sind geboren? Hier in Valoris. Wie alt sind Sie? 55. Sie sind noch jung. 55? Da war ich 20. Picasso hat ja viele Partys gegeben in Valoris. Große Konzerte. Er hat lange hier gelebt. Die Erinnerung ist wie ein Leben, ein anderes Leben. Das ist wie ein Leben, das zurückkommt. Meine Erinnerungen bringen mich in die Vergangenheit, aber sie helfen mir auch für die Zukunft. »1948 kam Picasso hier an. Er zieht nach Valoris. Er wusste, dass schon Matisse eine Kapelle ausgemalt hatte. Ah ja. Er beschließt, sich auch in einer Kapelle zu verewigen, um etwas zu hinterlassen. Picasso ist zu dieser Zeit sehr mitgenommen von den Ereignissen auf der Welt. Der spanische Bürgerkrieg hat ihn schockiert, später dann der Koreakrieg. In dieser Kapelle möchte er sich verewigen mit einem Thema, das ihm am Herzen liegt: Krieg und Frieden. Zuerst einmal macht er die runden Räder zu Quadraten. Quadratische Räder. Man kann sich den Lärm vorstellen, den quadratische Räder machen. Sie rollen auf einem Fluss aus Blut. Und da haben sie den schrecklichen Krieger, der in seinem Sack Totenköpfe trägt. Ja. Und da hinten malt Picasso die Zukunftsvision eines bakteriologischen Krieges. Sehen Sie die Mikroben, die ausreißen? Auf diesem Schutzschild dort, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man darunter ein Gesicht.
Nur wenn man genau hinsieht. Picasso hat uns hier eine Nachricht hinterlassen. Man sagt, es sei das Gesicht von Françoise Gillot. Ich glaube, es ist das Gesicht der Jugend nach einem Krieg. Und da kommt der Soldat des Friedens. Alles verändert sich. Er stoppt den Krieg. Wir sehen diese einzigartige Malerei. Picknick. Man sieht ein Picknick. Das Leben kehrt zurück, die Familie. Der Mensch denkt, schreibt. Warum wollte Picasso diese Szene? Das haben wir mal gemeinsam mit Françoise Gillot besprochen. Picasso sagt, was können die Menschen im Frieden schon machen? Hin und wieder lieben sie sich am Sonntag, ein Picknick, aber sonst... Aber sonst? Françoise sagt, aber Meister, in Zeiten des Friedens, da amüsiert man sich. Die Kinder pflügen durchs Meer. Sehen Sie dieses ungewöhnliche Bild? Das Kind könnte Claude sein, der gerade geboren war. Und dieses Pferd vor den Nymphen, die tanzen, das ist bemerkenswert. Auf einem Finger hält eine Tänzerin einen Bogen, auf dem eine Sanduhr ist. Mit einem Finger. Die vergehende Zeit. Wie sich das bewegt. Wie lebendig das ist. Das lebt. Es ist nicht tot. Das wurde mit Lackfarbe gemacht. Wir sind hier in den 50er Jahren, damit hat man Boote gestrichen. In Töpfen. Aus großen Töpfen. Fabelhaft. Außergewöhnlich. Tanz des Friedens. Es ist ein Tanz des Friedens. Das vollkommene Glück. Genau, Sylvette, das vollkommene Glück. Was man liebt. Und diese wunderbaren Musiker, die die Doppelflöte spielen. Eine Anspielung an Griechenland. Ja, Griechenland. Genau. Es berührt mich wirklich sehr, mit Ihnen hier zu sein. Mich auch. Sie sehen aus wie Picasso. Aber ich bin größer. Größer, stimmt. Er war kleiner als ich. Ja, klein und kräftig. Sie sind aber auch kräftig. Ja, aber er war kräftiger. Sie sehen übrigens gut aus. Oh, danke. Die hören uns zu? Die hören uns zu, ja. Kann man das löschen? Ja. Es war die 50er Jahre. Picasso hat natürlich schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Und es war interessant, dass sich mein Vorgänger entschied, eben ein ganz zeitgenössisches Werk zu kaufen. Also ein Werk, das gerade ein Jahr vorher entstanden war. Die Silhouette. Und die Verbindung war Michael Herz, der Bremer Kunsthändler, der eine Beziehung zu Kahnweiler hatte, den eigentlichen wichtigsten oder mit den wichtigsten Kunsthändler für Picasso. Und Herz vertrieb eben die Picasso-Grafik in ganz Deutschland. Er hatte fast so ein Monopol, kann man sagen. '54, als Picasso die Silhouette-Serie abgeschlossen hat, da sind die das erste Mal in Paris gezeigt worden, die Bilder. Und ihr Vater ist dann direkt dahin gereist, der war immer mit der Erste vor Ort, um sich die neuesten Bilder von Picasso anzugucken. Und er hat ziemlich schnell gesagt, dieses Bild, was dann später in Bremen gelandet ist, das will ich haben. Das ist wirklich ein wichtiger Picasso. Mein Vater hatte sich ja zum Ziel gesetzt, gerade in Deutschland, Picasso, der ja aus den Museen entfernt worden war durch die Nazis, wieder einzuführen und auch diese antimodernistische Gesamtmeinung der Bevölkerung auch wieder zu wenden, auch eine neue Dimension wieder zu eröffnen für die Moderne. Und das ist in der Silhouette total sichtbar. Ah, hier beschreibt Ihr Vater also, wie er mit Kahnweiler noch verhandelt. Ja.
An sich hatte ich mir vorgenommen, bei der Erfragung des Preises keine allzu interessierte Eile an den Tag zu legen. Nun musste ich mit dem knappest gefassten Satz heraus. Was kostet sie? Kahnweiler nannte gelassen diese für mich in einer neuen Dimension liegende Ziffer. Mit fester Stimme musste ich nun sagen, ich kaufe diese Fassung, möchte Sie nur bitten, mir, wie auch schon in früheren Fällen, ein Zahlungsziel zu gewähren. Ja. Und wenn dann der Bremer Michael Herz vorbeikommt und sagt, ich möchte gern das Bild, aber ich kann noch nicht bezahlen, dann hat der Kahnweiler schon mal relativ bissig reagiert. Kahnweilers Antwort auf meine Bitte kam wie aus der Pistole geschossen. Lieber Freund, Sie machen faule Witze. Kahnweiler ging zu seiner eben in die Galerie eingetretenen Schwägerin, Madame Louise Leris, und redete leise mit ihr. Da hat dann Louise Leris sich eingesetzt. Ja. Für ihren Vater und hat gesagt, wir sollten ihm diesen Zahlungsaufschub gewähren. Und wenn das nicht geschehen wäre, dann wäre die Silvette jetzt wahrscheinlich nicht in Bremen. Ja. Ja, das ist hier unser Inventarbuch der Erwerbung der Gemälde. Und dann steht hier Gemälde 1955, Pablo Picasso Silvette. Dann ist der Preis aufgeführt, 45.000 D-Mark. Und wo es gekauft wurde, von Michael Herz in Bremen. Und dann heißt es eben, Brustbild eines jungen Mädchens, Mademoiselle David, schräg nach links vor dunklem Grund. Über der Brustpartie eines in kubistischen Form dargestellten Kapuzenmantels steigt der schlanke Hals hoch auf. Das scharf gegliederte Gesicht wirkt blockhaft gefügt. Das hellblonde Haar ist schräg nach hinten, hoch emporgezogen und fällt in einem langen Schweif hinab. Es war ein doch sehr teures Bild. Picasso war damals ja natürlich noch immer ein zeitgenössischer Künstler. Das Bild war gerade ein Jahr zuvor entstanden, also ein ganz frisches Werk. Und es gab aber eigentlich keine Diskussion um diesen Preis. Picasso war anerkannt, wenn auch immer noch umstritten. Den Ton zu berühren, zu pressen, zu kneten, das hat ihm auch sehr viel für die Malerei gegeben. Picasso hat enorm viel gearbeitet und seinen Tisch niemals verlassen. Die Hitze des Ofens, der Gestank des Schwefeldampfs, wenn der Ton brennt, es ist heiß und staubig. Picasso mochte diese Atmosphäre und sagte immer, ich bin ein Arbeiter unter Arbeitern. Picasso schaute immer, was wir machten. Er interessierte sich für unsere Arbeit. Und manchmal, wenn er sehr guter Laune war, machte er uns eine kleine Zeichnung in den Teller. Das war wie ein kleines Geschenk und bedeutete uns viel. Wenn er zu uns kam, musste man aber auch aufpassen, nicht zu pfuschen. Einmal hat er ganz freundlich zu mir gesagt, das machst du besser als ich. Sehr schön mit seinem kleinen spanischen Akzent. Aber ich hatte sofort verstanden, dass das kein Kompliment war. Ich hatte einen Strich gezogen, der nicht gut war. Das fand ich sehr geschickt von ihm. Er hätte auch sagen können, das ist nicht gut. Et ça, je trouve très délicat de sa part. Un jour, j'étais dans le bas de Valoris.
Eines Tages war ich dort unten in Valoris und ein Töpfer sagte mir, siehst du, da hinten, das ist Picasso. Die Leute in Valoris, vor allem die Älteren, respektierten ihn. Ansonsten war er der Verrückte aus Valoris. Ich fing also an zu fotografieren. Ich hatte immer eine 18x24 Schachtel unter dem Arm, um die Fotos zu zeigen, wenn sich jemand dafür interessierte. Die einzige Person, die mich fragte, war Picasso. Er sagte, was haben Sie da in der Schachtel? Picasso hatte das nämlich schon vorausgesehen. Er sagte, die Leute halten mich für einen Verrückten, obwohl ich nur versuche, die Wahrheit zu sagen. Das habe ich mir gemerkt. Ich kann mich nicht an so viele Stufen erinnern, aber damals war ich jung. Ja, das ist anders. Ich mag, was Françoise Gillot geschrieben hat in Leben mit Picasso. Sie schrieb, als er Sylvette traf, mit ihr arbeitete, sagte er, dass sie eine sehr nette junge Frau sei. Françoise Gillot empfand dasselbe. Sie war eine Künstlerin. Sie hätte sagen können, diese Hexe. Sie hätte eifersüchtig sein können, aber sie war es nicht. Sylvette, wussten Sie, dass er Probleme mit seiner Frau hatte? Er sagte mir, du lässt mich meine Sorgen vergessen, die ich zu Hause habe. Er sagte, du hast mich aufgemuntert. Er sagte nicht exakt, aber er sagte, du cheerst mich auf. Pablo, der war nicht normal. Der war ein Künstler. Der funktionierte einfach anders. Er wollte nur das. Er sagte mir, für mich ist das Glück zu malen. Dabei vergisst man alles. Ich war zu einem Zeitpunkt da, als er sehr unglücklich war, weil seine Frau Françoise Gillot ihn mit den Kindern Paloma und Claude verließ und er allein war. Er sah mich und sagte, es lebe die Schöpfung. Das hat ihn wirklich getröstet. Ich habe mich immer bei ihm bedankt für das schöne Bild, das er mir geschenkt hatte. Aber er sagte, nein, Sie haben mir viel gegeben. Es war ein beidseitiger Austausch. Die Jugend hilft übrigens den Alten. La jeunesse, d'ailleurs, aide les vieux. Toby und ich, wir haben im Bürgermeisteramt von Valoris geheiratet, bevor wir nach England zurückkehrten, weil er in ein Sanatorium musste. Er hatte Tuberkulose. Das war schrecklich, ihn im Krankenhaus zu sehen. Und dieses Bild, das haben wir vorher in einer Galerie in Cannes gelassen, wo sich ein Amerikaner dafür interessierte. Er hat uns in London besucht, um das Bild zu sehen. Ich war traurig und wollte mein Bild nicht verkaufen. Aber er sagte, das ist nicht schlimm, Sie können es wiederbekommen, wenn ich sterbe. Ich setze Sie in mein Testament. Oh, mais c'est pas grave. Vous pouvez le recevoir à nouveau quand je meurs. Je vous mets sur mon testament. Leider hat er sein Gedächtnis verloren und mich vergessen. Er ist gestorben, ohne mir das Bild zu geben.
Il est mort sans me donner le tableau. Mais c'est pas grave. Aber das ist nicht schlimm, weil mir das Bild sehr geholfen hat. Ich habe mit Toby ein Appartement in Paris gekauft und eine Zeit lang ging es uns ganz gut. Das Bild hat mir geholfen, bis heute, ehrlich gesagt. Ça nous a beaucoup aidé au début, voilà. Jusqu'à maintenant, à vrai dire. Popularität ist insofern interessant, als dass wir diese Zeitschrift in sehr vielen Ländern aufgreifen. Also Paris Match in Frankreich ist die erste Zeitschrift. Dann haben wir im November den Spiegel, der hier vor mir liegt. Und dann geht es noch mal weiter nach Amerika. Und so greift es um sich in die ganze Welt und fesselt die Jugend mit diesem wunderschönen Modell. Picasso hat es mit einem Modell zu tun. Das ist ungewöhnlich. Er hat ja praktisch nie nach Modell gemalt. Er hat natürlich immer das Leben um sich, seine Freunde, seine Partnerin natürlich, 100-mal seine Kinder, Mitstreiter, Poeten, Maler, die hat er immer wieder porträtiert. Aber sie haben praktisch nie für ihn gesessen. Also es gab, und bei Silvette gab es eben diese intensive Zeit von Mitte April bis Mitte Juni, wo Silvette immer wieder in sein Atelier in Valeries kam, immer wieder in dem schönen Schaukelstuhl gesessen hat und Modell gestanden hat für ihn. Er hat vom Modell gemalt und das war für ihn auch neu. Das hat ihn herausgefordert, weil es war eine statische Figur. Es war nicht jemand, mit dem er eine Affäre hatte. Es war nicht jemand, der ihm wirklich nahe stand. C'est le sujet propre à mon grand-père, du peintre et son modèle, qui est en l'espace de quelques mois. Das ist das eigentliche Thema meines Großvaters. Maler und Modell, das er hier innerhalb weniger Monate obsessiv verfolgt. Sie alle zu sehen, zeigt die Energie dieses Mannes, der sich immer wieder erneuerte. Hier dank einer Begegnung. Encore une fois, se renouveler grâce à une rencontre. Wenn sich Picassos Lebenspartnerinnen oder Liebschaften änderten, dann änderte sich der Stil, dann änderten sich die Freunde, die Malerfreunde, die Dichterfreunde. Er zog in ein neues Haus und er schaffte sich sogar einen neuen Hund an. Alles änderte sich und das kann man ja, auch wenn das etwas banal klingt und etwas vielleicht eine etwas flache psychologische Deutung ist, ist auch was Wahres dran. Er ist jedes Mal wieder umgezogen mit seiner neuen Liebschaft. Er hat eine neue Sprache erfunden. Er hat neue Techniken ausprobiert. In diesem Raum geht es um Maler und Modell, um Françoise Gillot, die Blumenfrau, La Femme Fleur. Sind die nicht wundervoll? Das ist eine schöne Serie. Wunderschön. Das ist sie, nicht? Ja, offensichtlich waren Lithografien zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig für ihn. Er machte viele Variationen. So lebendig. Wissen Sie, das könnte übrigens Tobis Sessel sein. Möglich, Sie haben recht. Da ist der Metallrahmen mit den runden hölzernen Kugeln. Ich frage mich, wo der Sessel geblieben ist. Eine gute Frage. Wo mag er sein? Aber jetzt gehen wir zu Jacqueline. Ist das Jacqueline? Ja, das ist Jacqueline von 1961. Es ist so schön skulptural. Es sieht aus wie diese Metallschnitte. Ganz einfach. Reduziert Bleistift auf Leinwand.
pencil on white canvas. Ich liebe es. Yeah. Der Mund, die Nase hier. There's another Jacqueline. Und nun eine weitere Jacqueline, gut zu erkennen in diesem Stuhl. Yeah. Exactly. Sitting in that chair. In meinem Schaukelstuhl. Mit den großen Augen. Das muss in der Villa La Californie sein. Und wieder macht er eine ganze Serie zu Maler und Modell. Genau, was er am liebsten machte. Maler und Modell. Sie scheinen ähnlich, stilistisch sind sie unterschiedlich. Immer ist der Maler auf der einen Seite und das Modell auf der anderen und die Leinwand in der Mitte. Manchmal ist das Modell lebendig, manchmal auf der Leinwand. Alle diese Frauen waren sich ein bisschen ähnlich. Jacqueline war sehr dunkel. Außer Ihnen. Ja, ich war blond, aber Sie waren dunkel. Und mich hat er nicht zerstört, nicht? Im Gegenteil. Er war freundlich zu mir, seltsam nicht. Aber wenn man nicht verheiratet ist, ist man viel glücklicher. Ist das wahr? Eines Tages bin ich zu Picasso gegangen, wie ich das oft machte. Er sagte, wenn ich nicht da bin, warte im Garten auf mich. Ich habe so viele Aufnahmen von ihm gemacht, aber er wusste viel besser, wie viele. Einmal sagte er, das müssen doch 500 sein oder 1000. On pense que Picasso aimait photographier, mais je crois que Picasso. Man möchte meinen, dass sich Picasso gerne fotografieren ließ. Aber ich glaube, er wollte uns einen Gefallen tun, nach dem Motto, vielleicht können Sie das Foto verkaufen und ein bisschen Geld verdienen. Aber trotzdem war er schlau genug zu sehen, was man damit so anstellen kann. Er wollte die Dinge drehen, darunter schauen. Eines Tages, das muss Ende der 50er Jahre gewesen sein, hat er mir so ein Skandalblatt gezeigt, France Dimanche oder so ähnlich. Und da war ein Foto drin von dem Bild, das er Sylvette geschenkt hatte und das sie wegen der schlechten Gesundheit von Toby verkaufen musste. Er sagte, siehst du, da haben wir wieder ein Leben gerettet. Der Verkauf des Bildes hatte ihnen sehr geholfen. Er hatte Spaß beim Malen. Ja, es gibt immer so kleine Scherze wie die Kreuze im Gesicht, statt einer Nase. Auf diesem Gesicht ist noch ein Kreuz. Das Bild ist malerisch, sehr frei. Eine große Leinwand. Das muss man hinbekommen. Nein. Und hier noch ein Maler aus der Sammlung der Kunsthalle von 1965. So ein erstaunlicher Ausdruck. Und der Arm verschwindet, ziemlich abstrakt. Ist es nicht außergewöhnlich, dass er immer weitermachte, bis er starb? Ja. Egal welchen Blickwinkel ich einnehme, ob es die Silvette-Reihe ist, das Material, die Poesie, die Technik, schwarz-weiß. Es erlaubt mir, seine ausdauernde Neugierde zu bewundern. Das beeindruckt mich.
Das ist schon interessant, das Leben. In meinem Alter, ich bin jetzt fast 80, sehe ich in die Vergangenheit, als wäre sie ganz nah, im Zimmer nebenan. Ich schaue mir die Jungen an und frage mich, was wird wohl aus ihnen werden? Ich denke oft an meine Enkelkinder und ich wünsche mir, dass sie ihr Leben leben. Aber ich kann ihnen nicht folgen. Wenn man älter wird, wird man auf gewisse Art auch wieder jung. Ich fühle mich heute besser als mit 25. Da mochte ich mich gar nicht. Ich fand mich hässlich. Picasso hat mir viel Mut gemacht. Er hat mir das Vertrauen gegeben, ich selbst zu sein. Und dafür danke ich ihm bis heute. Et je le remercie jusqu'à maintenant, pour toujours. Oui. Sie experimentieren auf ganz spontane Art zusammen. Und dann gibt es in Valoris noch einen Kunstschmied, Joseph Marius Tiola, der die Bleche mit einer Maschine genauso faltet, wie Picasso es möchte. Vermutlich musste Tobi sehr genau zuhören, um zu verstehen, was mein Großvater wirklich wollte. In Valoris war ich schon öfter. Als ich klein war, besaßen wir dort das Atelier Fournas meines Großvaters. Damals habe ich mir aber keine Gedanken gemacht über die 50er Jahre und das, was in dieser Zeit passiert sein mag. Erst seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit den Skulpturen und reise dort ins Midi, um Handwerker zu treffen. Ich erinnere mich, als wäre es heute, wie ich mit dem Zug in Cannes ankam. Die Intensität des Lichtes war so anders als im Norden. Ich erinnere das ganz klar, sehe und spüre es noch immer. Well, absolutely. Clearly. I can see it and feel it now. Mein Atelier in Valoris lag auf dem Grundstück eines Keramikers, der dort übrigens heute immer noch lebt. Er heißt Fortanier. Er war ein Freund. Zufällig war mein Atelier nur 100 Meter von Picassos entfernt. Wir hatten nicht viel Geld, meine Mutter war sehr arm und wir wohnten bei ihr in Valoris. Tobi machte seine Skulpturen aus geschmiedetem Eisen. Sein Atelier war ja ganz in der Nähe von Picassos Atelier Fournas. Ich bin jeden Tag dorthin gegangen. Tobi war sehr begabt, er konnte alles machen, Mäntel, Schmuck, Broschen, Ketten. Und ich habe nichts getan.
Und dann kam ich auf die Idee, diesen Sessel noch einmal zu machen, den ich schon in England entworfen hatte. Ich wollte ihn an die reichen Leute verkaufen, die an der Küste ihre Villen hatten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Die Jobs in den Töpfereien brachten nur ein paar Francs. Dieser Sessel aber war so unpraktisch, dass Picasso ihn sofort mochte. Er war aus Metall und Strick. Die Lehne war aus Strick gebunden und auch der Sitz, sodass man auf Stricken saß. Wir machten kleine Kissen, die leuchtend rot waren. Und dann gab es noch zwei hölzerne Kugeln, wo man seine Hände drauflegen konnte. Ich traf Picasso recht häufig in dieser Zeit und eines Tages fragte er mich, kannst du Metallblech für mich ausschneiden? Also besorgte ich Metallplatten, die ganz unterschiedlich dick waren. Sie mussten dünn genug sein, dass ich sie mit der Hand schneiden konnte, denn die Maschine schnitt nur gerade Linien. Aber sie mussten wiederum dick genug sein, damit die Figur hielt. So haben wir zusammen über die Dicke der Bleche entschieden. Ein, zwei Tage später bemalte er sie, zeigte sie mir und gab mir Geld. Aber Geld? Es war sein Sohn Paolo, der übrigens auch sein Chauffeur war, der ein Bündel Geld bei sich hatte und es mir gab. Manchmal war es mehr, manchmal weniger. Für Picasso war das nur Papier. Ich habe ihr vertraut. Sie war nicht so eine, die mit jedem ins Bett gestiegen wäre. Ich kannte sie sehr gut und war also nicht beunruhigt. Mir hat es eher gefallen. Eines Tages hat er mich nach oben in ein kleines Zimmer mitgenommen. Dort stand ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, so wie das Zimmer von Van Gogh in Arles. Und dann sprang er auf das Bett. Ein Mann von 73 Jahren, der einfach auf ein Bett springt, das ganz schön hoch war. Ein altes Eisenbett. Ich blieb an der Tür stehen und beobachtete ihn. Er will bestimmt, dass ich mit ihm auf dieses Bett springe, aber ich will das nicht. So war das. Er amüsierte sich und wollte mich zum Lachen bringen. Aber ich blieb ganz ernst. Ich lachte damals nicht viel. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst. Ich wusste nicht so genau, was er vorhatte. Und wenn man jung ist, dann traut man sich nicht zu sagen, was machen Sie da eigentlich? Was soll das hier werden? Man traut sich nicht, etwas zu sagen. Mund verschlossen. Darum hat er übrigens auch ein Bild von mir gemalt. Ohne Mund. Als das Bild in Amerika gezeigt wurde, fragte man mich, warum hast du keinen Mund? Ich antwortete, vielleicht, weil ich so schüchtern war. Ich hatte Angst zu sprechen, ich war nicht gebildet, ich war naiv, unschuldig und verträumt. Also sagte ich nichts, solange er mich nichts fragte. Und Picasso stellte mir keine Fragen, er war auf seine Arbeit konzentriert. Er mochte meine Haare, meinen langen Hals und war fasziniert. Ich suche ein Haus, in dem ich vor 60 Jahren gelebt habe. Mit einem Garten, man sah den Hügel gegenüber. Vielleicht etwas höher? Nein, es lag nicht so hoch. Alles verändert sich, wie wir. Ich finde es nicht.
Das ist schwierig. Können Sie es nicht finden? Nein, nicht wirklich. Es lag nicht höher, es war ein kleines Haus, dort hinten vielleicht. Oder so eins. Meine Kindheit war sehr rustikal. Schon war er bei der Arbeit. Er sah ein Gesicht und hatte die Wangenknochen erkannt. Es war sofort Malerei, wie bei den Silvettes hier. Während er Silvette sah, hatte er sie bereits gemalt. Alle diese Häuser waren früher Scheunen für das Heu und die Tiere. In einer stand ein riesiges Auto mittendrin. Picasso fragte mich, ob ich mich hineinsetzen wollte mit ihm, als wenn wir einen Chauffeur hätten, um gemeinsam zu verreisen. Ich zögerte an der Tür und sagte mir, mache ich das? Gehe ich da hinein oder nicht? Ich hatte Angst, vielleicht würde er mich in seine Arme ziehen. Ich hatte große Angst. Aber dann sagte ich mir, sei nicht dumm. Ich setzte mich also mit ihm in dieses alte Auto und er erzählte mir von früher, von seinem Leben, als er jung war, von den Gauklern. Ich bin sicher, er dachte an seine Vergangenheit, an seine Jugend und an all die Tiere, die er hatte, die Affen und Hunde. Er dachte an die Gaukler, die Pferde, all das. Leider hatte ich Angst, ihm Fragen zu stellen, weil ich so jung war. Er sprach mit einem sehr starken spanischen Akzent. Ich ging also zu ihm und er sagte, jetzt malen wir. Also setzte ich mich in den Schaukelstuhl. So saß ich da und er hatte seine Leinwand und die Farbe, die in ziemlich großen Töpfen war. Er sah mich von links an, also war er... Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich so schaute. Also war Picasso da, nicht dort, aber da. Er sah mein Profil, so. Ein Bild malte er von vorne und eine Zeichnung. Er machte übrigens viele Zeichnungen, aber er sprach dabei nicht und er zeigte mir nicht, was er tat. Das ist interessant, ein Gesicht auf dem anderen, das Profil und von vorn zur gleichen Zeit, das ist amüsant. Ich liebe es, beides auf einmal zu sehen. Und das hat er auch mit den nackten Frauen gemacht. Ach, er ist einfach unglaublich. Es hat ihm Spaß gemacht. Übrigens bin ich einmal zu ihm gegangen und da stand ein Bild von mir, nackt, nur der Oberkörper. Er sagte, ich hoffe, dass Sie das nicht zu sehr stört, dass ich Sie nackt gemalt habe. Er hoffte, dass ich sagen würde, aber nein, ich werde nackt für Sie posieren, wenn Sie mögen. Picasso beobachtete mich aus dem Augenwinkel und sagte sich, diese Jugend, was wird wohl aus dieser jungen Frau werden? Was wird sie aus ihrem Leben machen?
Eines Tages hielt Picasso ein Bild über die Mauer und rief mir zu: Kommen Sie, ich möchte Sie malen. Ich ging also in seinen Hof und er sagte, ich würde gern Silvette malen. Also kannte er meinen Namen schon. Er musste mich beobachtet haben, wie ich durch Valoris lief. Super, ich habe sie immer bewundert, wenn ich sie gesehen habe. Wie lieb. Wie heißen Sie? Mein Name wird Ihnen nichts sagen. Sie hatte eine Fleischerei, da vorne. Und meine Mutter hatte einen Laden für Lampenschirme. Aber ja, das war Ihre Mutter. Ja, meine Mutter. Übrigens, wenn ich sie durch Valoris laufen sah, dachte ich immer, ich sehe die BB. Brigitte Bardot, sie sahen aus wie sie. Sie hat übrigens mich kopiert. Sie war es, die sie kopierte. Sie hat meine Haare kopiert, sie war brünett. Das stimmt, sie war brünett. Dann ist sie blond geworden. Sie sah mich und wurde blond. Und der schöne Pferdeschwanz, den sie hatten. Und noch eine Dame, die mich erkennt. Ja, du hast gesungen. Lasst uns singen. La Javanaise. Wie schön. Eines Tages in Valoris haben wir dieses schöne Mädchen gesehen. Wir nannten sie die Engländerin. Und Picasso, der mal eines meiner Fotos von Silvette sah, sagte mir, siehst du, bei diesen Engländerinnen weiß man nicht, wo der Busen ist, vorne oder hinten. Und auf dem Foto sieht man, das ist ein Picasso. Der Busen da oder dort, das muss man erst mal sehen, nicht? Ich sollte das sehen. Silvette, ich fand sie viel schöner als die Bardot. Silvette war feiner, hatte mehr Klasse. Sie war die Weiblichkeit in Person. Silvette hatte Raffinesse. Picasso hat das sofort erkannt. Er schien die Leute auszuziehen mit seinen Blicken, vor allem die Frauen. Er sah durch sie hindurch und ich habe mein ganzes Leben lang gewartet, alle diese Bilder wiederzusehen, die Picasso von mir gemacht hat, die Skulpturen und die Zeichnungen und die Fotos. Das ist wirklich berührend, weil es von einer Schönheit ist. Sehr schön. Was hat er nur gesehen? Ich wusste nicht, was in meinem Leben passieren würde. Und auch er wusste nicht, was ich später machen würde. Er mag sich gefragt haben, was wird nur aus dieser kleinen... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite? Es
ist einfach zu hübsch, oder? Und hier sind sie im Streifen, im Seglerhemd. Das gefällt mir. Erinnern Sie sich, so ein Streifenshirt getragen zu haben? Ja, ich erinnere mich. Dieser lange Hals, das griechische Profil, antik mit stilisierten Haaren. Er sagte immer, er liebt mein Haar und den langen Hals. Das interessierte ihn, meine Frisur, griechisch. Er mochte das Griechische. Ja, ich weiß, er war oft am Mittelmeer. Vor allem in diesen Jahren, als er nach Valoris zog, um dann ganz an der Côte d'Azur zu bleiben. Ja, das liebte er. An dieses Bild kann ich mich nicht erinnern. Das kommt von sehr weit her, aus dem Israel-Museum in Jerusalem. Gut, ich bin also auch in Jerusalem. Ja, und hier hat er erstmals Farbe verwendet, Farbblöcke. Alles wird abstrakter. Der Hintergrund aber bleibt skizziert, fast malerisch. Ich weiß. Schön. Und nun das Meisterstück aus Chicago, das einzige Ganzkörperbild. Erstaunlich. Ich liebte es, in seinem Garten zu sitzen und Gras zu essen. Wirklich? Ja. Ich liebte es, Gras zu essen. Wirklich ein schönes Bild. Es ist gut ausgearbeitet. Es ist das letzte Kapitel der Silhouette-Bilder. Ist das schon das Ende? Mein Großvater liebte es, diese Skulpturen in die Sonne zu stellen, um die Schatten auf der Oberfläche zu beobachten. Wir kreisen um diese Skulpturen, und da sie nun zusammen mit den Zeichnungen und den Bildern zu sehen sind, ist das für uns wie eine Sinfonie. Umso erhellender, welchen Stellenwert sie in Picassos Werk einnehmen. Das Material Metall ist nicht neu für Picasso. Er kann seine Arbeit damit aber intensiver fortsetzen, weil er einen Möbeldesigner, den Engländer Toby, kennenlernt. Der hilft ihm, das Metall zu bearbeiten.